einem neuen Video hier auf unserem Mädchenkanal. Leute, heute ist ein sehr spannender Tag und ein sehr besonderer Tag, würde ich sagen. Denn wir bestellen heute ein extrem heftiges Auto. Ich würde sagen, der heftigste Porsche, der aktuell auf dem Markt ist. Wir fahren jetzt gerade Richtung Augsburg ins Porsche-Zentrum und da wartet der Herr Fischer auf uns. Bin schon richtig gespannt. Der ist super cool und ja, und ihr seid quasi mit dabei. Wieder. Glaub mir, das heißt bei mir was. Let's go. Schaut richtig heftig aus mit der Carbon-Motorhaube, oder? Muss man hier glatt aufpassen mit der Ansaugung, dass er mich nicht gleich reinzieht. Nein, so schlank bin ich auch nicht, gell? Ich würde hier andere Felgen nehmen. Aber ansonsten muss ich echt sagen, würde ich hier schon jeden Morgen meinen Kaffee trinken hier auf der Theke. Wo ist er denn? Da ist er. Er grinst schon. Hat mich schon gesehen. Hi. Mensch. Hey. Herr Fischer. Hi. Hallo. Servus. Grüß dich. Wie geht's? Ja, gut. Selber auch. Ja, also. Solch einem. Freudiges Ereignis, wollte ne? Wollte ich gerade sagen, es wird einem nur gut gehen. Ja. Ich freue mich riesig, ich habe schon gesagt, cool. Ich bin mega aufgeregt und es ist was ganz Besonderes. Zumal das ein sehr begehrtes Fahrzeug ist. Absolut. Limitiert und ich glaube, eins der krassesten Autos, die ihr gerade baut und also, auf dem so, Markt ist, so für die Straße sicherlich das krasseste, was gebaut wird. Absolut. Also sensationelles Fahrzeug. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich einen konfigurieren darf. Voll. Danke an dieser Stelle, dass wir überhaupt einen kriegen. Aber ja, ich würde sagen. Ja. Wir starten auch gleich mal. Ich bin schon ready mit der Konfiguration. Perfekt, leg mal los. Wir können direkt loslegen. Gerne. Danke. Bitteschön. So, ich habe dir ja schon mal was zugeschickt. Perfekt, genau. Habe mich darauf vorbereitet, aber gerne können wir es nochmal durchgehen. Weil genau, wir schauen nochmal drüber. Ich habe es mir schon mal geladen, was du mir geschickt hast. Ich habe es dir auch nochmal einmal hier ausgedruckt. Aber im Endeffekt, wir können das alles hier den gemeinsam durchgehen. Wir fangen ganz oben an bei den Farben. Mhm. Da ist deine Wahl auf das wunderschöne Shark Blue gefallen. Ja, ich glaube, selten, oder, dass jemand die Lackierung bestellt. Total coole Farbe, finde ich. Ist jetzt nicht die gängigste Farbe, aber ich finde es gerade für so ein sportliches Auto einfach brutal. Kann man den nochmal in der größeren Ansicht sehen? Na klar, mach mal einmal groß. Ich kann dir auch, wenn du möchtest, den Hintergrund wegmachen, dann ist ein bisschen mehr Auto, aber ich finde es eigentlich... Cool. Ne? Genau. Für die Leute auch nochmal. Das ist hier einmal das Lackmuster. Ja, kommt schon irgendwie grob. Ja, hin, ne? Jetzt noch ein bisschen Licht und Sonne dazu, sage ich mal, dann hast du das, dann hast das auch ähnlich wie auf dem Bild. Schaut so heftig aus, echt Wahnsinn. Absolut. Aber wie findest du die Konfiguration auch mit den Felgen? Gefällt mir unglaublich gut. Ich finde, du hast halt außen zwei Farben, sage ich mal, die Kleber, sage ich mal, die wir drauf haben, die spiegeln sich innen dann wieder. Da schauen wir ja dann gleich nochmal innen drüber. Total gute Konfiguration. Ja, finde, ne? find ich super. Gerade jetzt in Verbindung dann auch mit den Carbon-Teilen, das mit dem Blau, das passt unglaublich gut. Ja, perfekt. Ganz viel Carbon, Motorhaube Carbon, das ist dann quasi das Weisach-Paket wahrscheinlich, ne? Genau, das Weisach-Paket, kommt das auf die Motorhaube. So, genau, dann im Weisach-Paket dann auch mit der Magnesiumfelge, also Leichtbau. Mischbezollung generell beim 911er, Mischbezollung heißt hinten immer 1 Zoll größere Felge als vorne. Ja, gibt dann auch so ein bisschen die Keilform dann nochmal. Perfekt. Und die Räder sind lackiert die in haben schwarz. Schwarz-Seitenglanz lackiert, genau. Ja. Haben wir hier in der Konfiguration auch so drin. Genau. Innen übers Weisach-Paket dann auch die Racetex-Umfänge. Also Alcantara dürfen wir nicht sagen, aber unter Alcantara kennt man es. Alcantara geschützter Markenname, deswegen müssen wir Racetex sagen. Mhm. Genau, mit den abgesetzten Nähten in GT-Silber. Passend zu den Folien außen. Passend zu den Folien außen, genau. Auch die Weißer-Schriftzüge und so weiter dann gesteppt in Verbindung mit den Carbon. Sag ich mal, das ist wirklich total homogen mit den Carbon-Überrollbügeln. Schaut
Schaut richtig schön aus. Absolut. Ja. Innen gibt es da noch irgendwelche. Genau, also wir schauen, lass uns von oben bis nach unten einmal durchschauen. Ja. Wir haben die Vollschalensitze, die sind beim Weißach auch standardmäßig mit drin. Eine Sitzheizung gibt es nicht, Kindersitzbefestigung auch nicht, wird dem Kind auch keinen Spaß machen. Weißach-Paket hat man drin, hat man gesprochen, wie gesagt, dann auch mit dem straßenzugelassenen Feuerlöscher. Mhm. Wir haben die Türprojektoren, kleine Spielerei. Er schreibt dir dann schön den Porsche-Schriftzug in LED-Schrift auf den Boden, wenn du die Tür öffnest, dass man denn dann auch weiß, in was man einsteigt. Kann man auch personalisierte Einstiegsleisten machen? Die Einstiegsleisten ja, den Schriftzug, den er am Boden schreibt, nicht. Die Einstiegsleisten können wir personalisieren, ja. Genau, es gibt serienmäßig nicht, aber werkseitig eine Schutzfolierung zu bestellen für den Vorderwagen. Ich würde immer dazu raten, eine Komplettfolierung zu nehmen, einfach weil dann auch das Carbondach und so weiter gegen Steinschläge geschützt ist. Ja, vor allem bei der Unilackierung ist auch nochmal ein bisschen. Einfach super empfindlich, ja. Genau. Nee, machen wir auf alle Fälle, ja. Antrieb Performance, wir haben das Liftsystem, das absolut Sinn macht. Weil das ist nicht serienmäßig? Das Liftsystem ist nicht serienmäßig, nein, das haben wir als Option. Macht aber, wie gesagt, Sinn auf der Rennstrecke weniger. Aber wenn ich jetzt einfach mal eine steile Tiefgarageneinfahrt runterfahre, definitiv, klar, muss sein. Ich dachte, ist das Liftsystem günstiger, als die Frontverkleidung zu tauschen. Bremssattel in schwarz lackiert. Mhm. Würdest du auch so nehmen, oder? Absolut, weil dann spare ich mal außen eine Farbe. Also ich habe dann außen diesen Rotanteil in dem Bremssattel nicht, weil ansonsten ist außen nichts Rotes. Würde ich genauso auch wählen. Ja, absolut. Großer Tank macht Sinn, weil Zeit an der Tankstelle ist verlorene Zeit. Beim Licht Matrix-LED-Scheinwerfer, das ist das Hochwertigste, was wir denn bestellen können. Mhm. Die Exclusive-Heckleuchte, damit haben wir auch hier hinten den Rotanteil verschwinden lassen. Also sprich im Endeffekt das, was wir aus den Bremssatteln raus haben, dieses rote Leuchtenband, das er sonst hätte, wird dann auch abgedunkelt. Wir haben die Außenspiegel und Innenspiegel mit Abblendautomatik. Wir haben die Privacy-Verglasung natürlich drin. Interieurelemente im Innenraum, da kann man wahnsinnig viel mehr wählen, allerdings in Verbindung mit dem Weißach-Paket dann nicht mehr. Okay, nee, das ist mir wichtig. Nee, auf alle Fälle. Da fällt dann relativ viel raus. Gut, und Sitzdesign, die Sicherheitsgurte passend zur Außenfarbe gewählt. Das, finde ich cool. Total gut, ja. Beim Lenkrad haben wir auch die Lenksäule beledert. Mhm. Auch eine gute Wahl, weil das dann doch ein Element ist, das ich beim Einsteigen sehe. Genau. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Du hast noch das Lichtdesignpaket mit rein konfiguriert gehabt, einfach so das Thema Ambiente, Beleuchtung im Innenraum. Finde ich eine coole Geschichte. Und bei der Assistenzsystem, Abstandsregel, Tempostat gibt es nicht beim rein rassigen Sportwagen, aber zumindest die Verkehrszeichen erkennen ist das drin. Und eine Rückfahrkamera, Verkehrszeichenerkennung kann vielleicht dann doch das ein oder andere Zettelchen sparen. Ja, das stimmt. Wird das dann eingeblendet im Display, oder? Dann hast du im Display dein aktuelles Tempolimit, das gültige, da wo es eins gibt. Nee, das war im Endeffekt auch schon alles, was wir wählen konnten, sage ich mal. Hier hat man noch nicht drüber gesprochen, aber lauter sinnige Ergänzungen, die Tür öffnen, Schlaufen in schwarz, dass das halt nicht zu krass farblich absticht, weil wenn ich die rausnehme, kriege ich halt auch die Gurte dann nicht, weil das dann alles farblich ab... Die Sicherheitsgurte? Ja. Die sind schon dann auch wirklich in dem Shark Blue, oder? Shark Blue. Dass sie eine Nuance heller sind? Nee, das ist Shark Blue. Okay. Genau. Türeinstiegsleisten hattest du vorher angesprochen, haben wir in Carbonmatt beleuchtet, die Standard-Einstiegsleiste. Theoretisch können wir die natürlich auch personalisieren. Da können wir dann auch deinen Wunschtext eingeben. Nein. Ich finde sie in Carbonmatt. Absolut. Finde ich sie besser. Genau. Sonnenblenden in Racetex, alles passend abgestimmt. Nee. Ansonsten bist du mit der Konfiguration zufrieden. Ich finde es ein sensationell schönes Auto. Absolut. Ja, da merkt man, die Frau hat Geschmack, ne? Absolut. Nein, Mut zur Farbe und Geschmack. Aber mit der Farbe halt auch nicht übertrieben, weil man kann da auch relativ viel kaputt machen, wenn man dann zu viel Mut zur Farbe hat. Aber das ist tatsächlich... Ja, das stimmt schon. Nur ich finde halt schwarz-weiß, schwarz schluckt das Design, da kommen die ganzen Elemente und die ganzen Linienführungen nicht so zur Geltung. Und ich weiß nicht, wie viele hast du...
in so kräftigen Farben schon verkauft. Auch bei dem Auto null. Null, oder? Der erste? Ja, wir haben ja nur. Aber auch in der Vergangenheit? GT3 RS, als es den letzten gab, war ich noch nicht bei Porsche. Okay. Ich bin erst seit 4 Jahren da. Den 991 GT3 RS habe ich noch nicht miterlebt. Aber jetzt für die Leute, die hier leider keine Quote haben und sagen, ich würde unbedingt gerne mal so ein GT3 RS fahren. Gibt es die Möglichkeit. Gibt es die Möglichkeit. Ganz genau. Ja, richtig. Das ist echt ganz cool, weil ich war ja bei einem Event jetzt bei euch mal dabei und ich bin den 918-2er gefahren. Das Vergnügen hatte ich noch nicht. Hattest du noch nicht? Nein, ich bin total neidisch. Das war auch echt ein Erlebnis, muss ich sagen. Ja. Ich habe den Wagen das erste Mal erstens in der Tour gesehen und durfte mitfahren. Und es war schon echt heftig. Unglaublich, vor allem wenn man denkt, wann das Auto gebaut wurde. Ja. Das ist 2013 war das, glaube ich. Ja, das ist, relativ von der Beschleunigung und auch vor allem, der fährt wie auf Schienen. Ja. Und wir hatten aber auch jemanden, also der das öfter macht. Ne? Der liebe Felix hat es richtig gut gemacht, muss ich sagen. Grüße gehen raus. Aber war echt ein cooles Erlebnis. Nein, das ist irre. Also gerade jetzt auch die Instruktoren, die da dabei sind, dann wenn man so, wenn man so ein Event bucht. Mega. Irre. Die können einem das halt wirklich, wirklich ins Detail erklären. Jeden Bremspunkt, jeden Einlenkpunkt. Also das ist wirklich, ist es auch wert, da mal hinzufahren. Ja, definitiv. Ja. Bei so einem Auto braucht man auch mal ein Training vorher, bevor man auf die Straße losgelassen wird, schade nicht zu wissen, was das Ding kann. Dankeschön. Nicht dafür, ich freue mich. Ich freue mich auch. Richtig cool. Kann ich das mitnehmen? Das ist für dich. Ja. Mhm. Super. Du sagst dann Bescheid, wenn ich dich besuchen darf. Genau, ich melde mich, sobald ich weiß, wann das Auto kommt. Und dann wird der sauber verpackt angeliefert. Das ist ja toll. Und wenn du magst, darfst du natürlich auch gerne selber auspacken. Natürlich. Je mehr Folien dran sind, desto ehrlich? Besser. Ja, ich lieb's. Das wissen auch meine Follower. Die RS-Modelle, die sind tatsächlich Vakuum. Sauber, Vakuum nicht, aber sauber verpackt und mit relativ vielen Einzelteilen, die wir dann noch anbauen dürfen, sage ich mal, dass sie einfach auf dem Transport nicht kaputt gehen. Ja, mit so einem Flügel transportieren ist auch nicht so einfach wahrscheinlich. Der, der Flügel ist dran, aber ich sage jetzt Frontspoiler und diese ganzen Dinge sind, liegen im Auto. Ja, dann freue ich mich. Cool. Also, perfekt, super. Vielen, vielen Dank. Ich sage danke. Und bis bald. Bis dann. Danke, tschüss. Ciao. So Leute, die Bestellung ist durch. Ich freue mich mega, mega, mega auf den Tag, wenn der Herr Fischer mich anruft und sagt, Melte, das Auto ist da, du kannst den auspacken. Also seid gespannt, Part 2 folgt in 4 Tagen. Follow his lead, repeat after me. I know they lurking, they serpent, they circling, but I never worry, cause he got the keys. He let it bleed, never put me on the freeze. Just look at how you spin it to me. So Leute, da wären wir also. Wir sind hier in Augsburg im Porsche Zentrum und ich werde empfangen von ganz vielen bunten Fahrzeugen. Welch ein Wunder. Echt mal schön zu sehen, dass auch Farben hier in so einem Showroom stehen, oder? Auf alle Fälle bin ich aber heute nicht da, um irgendwelche Fahrzeuge anzuschauen. Ich bin da, um unseren neuen Wagen abzuholen. Ich bin mega aufgeregt, denn ja, solch ein Auto holt man ja nicht jeden Tag ab, oder? Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal auf die Suche. Der Herr Theis wartet schon auf uns und dann geht's auch schon los. Leute, hier steht schon mal die passende Lackierung. Shark Blue. Unsere hat nochmal eine Folie drauf und der wirkt etwas matt, aber ich kann es kaum erwarten. Der Herr Theis, der steht da schon, Mensch. Dann gehe ich gleich mal zu ihm rüber. Hi. Grüß dich, hi. Hi. Wie geht's? Sehr gut. Sehr gut. An so einem Tag? An so einem definitiv. Tag. Ich freue mich riesig. Das glaube ich. Ja. Ich freue mich auch. Dass es auch endlich weg vom Hof ist, ne? Nein, da muss ich ja leider sagen, leider verlässt es unseren Hof. Weil so ein schönes Auto, wenn wir da zu haben, ist auch nicht so. Ja, das stimmt, das stimmt. Also Leute, ich sag's euch, wir haben jetzt ein paar Monate warten müssen. Klar, Produktion. Und vor allem jetzt mit der Lackierung und dem Matten, muss ich echt sagen, ich bin mega gespannt. Ich habe den Wagen noch nie so in der Tourer gesehen. Shark Blue ja schon öfter, aber die matte Version davon, muss ich echt sagen, auf dem Auto stelle ich mir echt brachial vor. Ich freue mich riesig, deswegen können wir direkt zum Auto gehen. Selbstverständlich. Bitteschön. They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah.
Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got him picking up the pieces. Bad of me, you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back, you ain't fitting for it cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this, go up. You know what's all net. Was ist das bitte für ein Auto? Ein Rennauto. Das ist wirklich geisteskrank. Also ja. Man kann das nicht anders beschreiben. Das ist einfach die Straßenversion. Das ist ein Rennwagen genau. Für die Straße. Ja, absolut. Anders wäre es auch gelogen. Also du hast ja auch jetzt, sage ich mal, nicht mehr viele Alltagsmöglichkeiten in dem Auto, dadurch, dass wir jetzt hier auch gar keinen Kofferraum mehr drin haben, sondern eben eigentlich nur noch reinen Rennsport. Wäre alles andere gelogen. Unfassbar. Vor allem, wie heftig wirkt die Lackierung bitte? Ja. Mit dem Carbon. Also ja. Weissachpaket muss bei dem Auto sein, ne? Weissachpaket macht ist natürlich schon einiges aus bei den RS-Modellen. Unfassbar. Ist ja auch fast immer gewählt. Also wir haben selten ein GT3 RS-Modell ohne Weissachpaket. Mhm. Gibt es natürlich auch. Eben ist dann quasi vorne Carbon, Außenspiegel Carbon, Dach. Dachcarbon und Teile des Heckspoilers in Carbon. Ja. Innen drin natürlich mit dem Weißer-Paket auch eine absolute Besonderheit. Auch zum ersten Mal der Überrollkäfig natürlich auch komplett in Carbon ausgeführt. Gab es so auch noch nicht. Macht natürlich schon einiges aus. Ja, heftig. Ja. Heftig. Wenn man mal von hinten schaut, Marco, dass dieser Spoiler für die Straße zugelassen ist, muss ich echt sagen. Wundert mich. Ja, das wundert uns auch jedes Mal aufs Neue wieder. Aber dank den ganzen Ingenieuren und dem tollen Team bei Porsche muss man sagen, irgendwie schaffen sie es dann doch immer wieder. Und ja. Und das Besondere ist ja, man kann das irgendwie hydraulisch regeln, ne? Genau, wir haben hier theoretisch, oder was heißt theoretisch, praktisch, wir haben hier einen Spoiler mit absoluten Rennsportfunktionen. Wir haben DRS sozusagen. Das kennen die meisten wahrscheinlich, die motorsportbegeistert sind, aus der Formel 1. Wir haben hier ein Serienfahrzeug für den Straßenverkehr, was die Möglichkeit eben von DRS hat, gab es so. Also quasi ready for take-off. Man muss echt aufpassen, dass man nicht abhebt. Aber wenn man wirklich auf der Rennstrecke, ich meine, das ist ja eigentlich ein Auto, was auf die Rennstrecke gehört, kann man nicht anders sagen. Ne? Ja. Also wird auf alle Fälle, was natürlich auch wichtig ist, dass man diese ganzen Einstellungen, die man an dem Fahrzeug vornehmen kann, richtig einstellt. Weil ich habe ein Video gesehen, man kann da wirklich Nuancen einstellen, was die Dämpfer betrifft, hier vorne am Lenkrad ist quasi die Bedienung. Da gibt es ja einige Knöpfe, die man so in dem normalen RS so nicht hat, ne? Völlig richtig. Also wir haben hier natürlich übers Lenkrad, kannst du dir alle Einstellungen von dem Fahrzeug hier vorne komplett individualisieren. Also wir können in dem Auto allein durch den Fahrer schon so viel Feintuning vornehmen. Mhm. Früher konntest du auch sehr viel machen, aber kannst jetzt immer noch sehr viel spezifischer machen. Spezifischer genau. Und ist spezieller auf den Fahrer bezogen. Völlig je nachdem, richtig. Wie der Fahrer fahren möchte, ist natürlich auch wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, um das Fahrzeug kennenzulernen. Weil wenn absolut. Man glaub, von null auf eine Grundeinstellung hat und damit auf die Rennstrecke fährt, kann es auch mal nicht so gut ausgehen. Vor ein paar Wochen habe ich einen GT3 RS gesehen, was am Nürburgring leider die Aussaat verpasst hat. Und dann kommt er natürlich hintenrum etwas stärker und dann geht es natürlich nicht so schön aus. Deswegen Wagen gut einfahren, sich mit dem Fahrzeug befassen, kennenlernen und dann erst auf die Rennstrecke. Absolut. Ich muss mich mal reinsetzen. So, genau. Also bekannt hier die drei Einstellmöglichkeiten. Machen wir die Zündung genau, ran. Du darfst einmal die Zündung starten, wenn wir uns einmal von rechts nach links durcharbeiten. Jawohl. Wir haben einmal natürlich den Drive-Mode-Schalter. Hier können wir einmal wählen zwischen Normal, Sport und Track. Mhm. Den Track-Modus hat natürlich der RS explizit verbaut. Das stellst du alles über diese ganzen Tasten ein. Das kennen wir ja schon in dem Sinne von den ganzen anderen Porsche-Modellen. Ein paar neue Tasten haben wir bekommen, und zwar hier einmal das ESC und TC, sprich Traction Control. Mhm. Hier können wir alles nochmal verfeinern. Möchte ich das Ganze anhaben? Soll es nur eingeschränkt agieren oder soll ich das komplett aushaben? Also je nachdem, nach eigenen Farbpräferenzen kann ich das Ganze einstellen. Mhm. Und genau, was nochmal gänzlich neu ist und auch wirklich extrem cool, ich kann mir das Auto während der Fahrt natürlich super individualisieren, kann mich auf Witterungsverhältnisse einstellen, auf persönliche Präferenzen. Da muss ich natürlich einmal in dem Track-Modus sein, sozusagen. Und hier hätten wir einmal das Porsche Torque Vectoring,
Sprich, hier könnte ich einstellen, wie direkt oder indirekt das Auto sich sozusagen verhalten soll. Sozusagen, da tust du deine Quersperre an der Hinterachse einstellen. Und über das Porsche Active Suspension Management können wir einmal die Zug- und Druckstufe während der Fahrt verändern in 8 verschiedenen Stufen, also sprich indirekt in 4 Stufen oder direkter in 4 Stufen, mhm, und können natürlich sagen, wie direkt soll das Auto reagieren oder wie indirekt soll das Auto reagieren. Okay, Wahnsinn. Wichtig zu wissen, dass man da vielleicht nicht direkt auf die höchste Stufe geht, sondern sich da langsam rantastet wahrscheinlich. Genau, also du musst es natürlich auch komplett nach deinen eigenen Fahrpräferenzen einstellen. Der eine will natürlich das Auto direkter haben, der andere will es indirekter haben. Genauso wie hier, der eine möchte, sage ich mal, mehr Grip auf der Straße haben oder auf der Rennstrecke haben oder auch teilweise weniger Grip. Also soll das Auto direkter sein, soll es indirekter sein. Und das kannst du natürlich alles während der Fahrt einstellen. Also du musst nicht in die Box. Und um das Ganze umzustellen, du kannst es einfach während dem Fahren einfach nur drehen. Und den Heckflügel kann man auch selber sogar, richtig, im Stand verstellen, wie man auch gerade vorhin, genau, sehen konnte. Also wir haben natürlich einmal dieses Ganze mit den ganzen Modis, die wir einstellen können. Das Ganze geht dann hier über das Fahrzeugmenü, wo wir dann eben zwischen Low Downforce oder Dynamic Downforce Modus switchen können. Mhm. Und genau, ansonsten haben wir natürlich auch nochmal unseren Sport Chrono, unseren Laptimer hier drin und haben natürlich auch die Funktion DRS während der Fahrt dann natürlich verfügbar, wo wir dann eben auch nochmal DRS ein- oder ausschalten können. Alles übers Lenkrad. Zusätzlich haben wir hier natürlich auch neue Schaltwippen verbaut. Hört man, glaube ich, auch, mhm, schon ganz schön. Das hört sich auch schon ganz anders an. Fühlt sich auch anders an. Richtig, also da sind wir qualitativ natürlich auf einem Top-Niveau. Super interessant. Vielen Dank, Christoph. Super, ich glaub, gerne. Haben wir viel geredet. Aber ich finde, das ist jetzt ein Fahrzeug, was man wirklich nicht so häufig sieht. Absolut. Und, ich meine, wir sind auch unfassbar dankbar, dass wir überhaupt einen bekommen haben als Quote. In ganz Deutschland gibt es, glaube ich, eine Handvoll. Was heißt eine Handvoll? Kann man wahrscheinlich gar nicht genau sagen, aber um die, ja, 2000 Autos. Wir wissen es nicht ganz genau, dadurch, dass er natürlich nicht durchnummeriert ist. Mhm. Klar, Fakt ist aber, natürlich ist es ein heiß begehrtes Auto. Ja. Nicht jeder kann es leider haben. Und genau, dementsprechend wird man ihn noch nicht alle Tage sehen und wenn, dann fühlt er sich natürlich auf der Rennstrecke wohl. Ja, das stimmt. Ich habe einige schon fahren sehen. Also ich glaube, mhm, die ersten Fahrzeuge werden ja rausgeliefert, nach und nach. Absolut, ja. Und ja, ich freue mich, wenn wir einen weiteren bald abholen können. Absolut. Von einem Bekannten. Da freue ich mich schon sehr. Vielen Dank dafür. Ja. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir noch einen kleinen Soundcheck und dann geht's ab nach Hause. So Leute, das war unser Video von der Abholung, von der Bestellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Hinterlasst gerne mal einen Kommentar und abonniert unseren Kanal für mehr solcher Videos. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und ja, ich freue mich jetzt auf die Heimfahrt. Ciao! Alibo zugesperrt. Herr Theis, ich bitte mal kurz. Jetzt kommen wir mal zu ein paar harten Daten, Fakten. Harten Daten, Fakten. Hallo mein Schatz! Ha 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 ha!